Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr Ordner mit einem Passwort sichern könnt. Dafür braucht ihr das Programm WinRAR. Den Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung. Für die 64-Bit-User und die 32-Bit-User müsst ihr euch einfach downloaden und installieren. Als nächstes erstellt ihr euch einen Ordner, macht einen Rechtsklick und geht ihr auf Neu und auf Ordner. Den könnt ihr jetzt zum Beispiel YouTube nennen oder wie auch immer. Ja, YouTube Plus. Genau, da machen wir einen Rechtsklick drauf und klicken hier zum Archiv hinzufügen. Dann öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier könnt ihr ihn auch nochmal umbenennen. YouTube. Hier könnt ihr anklicken, Dateien nach dem Packen löschen. Also das heißt, der Ordner wird nach dem Packen gelöscht. Und dann gehen wir auf Erweitert und klicken auf Passwort festlegen. Jetzt geben wir irgendein Passwort ein. Ich gebe da mal ein ABC123. Hier können wir einmal Passwortanzeigen machen. Da steht hier ABC123. Das müssen wir hier wiederholen. ABC123. Dann müssen wir auf Dateiname verschlüsseln klicken, damit der Ordner auch wirklich mit einem Passwort versichert ist. Wenn wir das nicht anklicken, dann wird der Passwort nicht mit einem Passwort gesichert. Dann klicken wir auf OK und klicken hier auch auf OK. Jetzt wurde der Ordner gelöscht und hier oben ist eine ZIP-Datei. Die können wir mal öffnen. Hier fragt er uns schon nach einem Passwort. Falls wir jetzt irgendwas Falsches eingeben, zum Beispiel ABC123, Passwort anzeigen. Hier, ich habe das C groß gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlimm ist. Klicken wir OK. Zeigt uns hier eine Fehlermeldung an und zeigt auch nicht, welche Dateien da drin sind. Dann klicken wir auf Schließen. Probieren das Ganze nochmal und ich erstelle mir hier noch kurz eine neue Datei. Die tun wir jetzt mal da rein. Dafür müssen wir einmal das Passwort eingeben und dann OK klicken. Jetzt die Datei hier drinne. Jetzt fragt uns wieder nach einem Passwort. ABC123. Dann klicken wir OK und hier ist schon alles drinne. Hier zeigt er jetzt auch nochmal den Ordner drinne, so wie der halt heißt. Und den können wir öffnen, dann könnt ihr da eure ganzen Dateien reintun, irgendwelche Bilder oder Videos, weiß ich nicht. Und yep. Das war's auch schon mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Abonnieren und kommentieren und ja, tschüss.